Hallo, ich heiße Dennis Schneider, bin 26 Jahre alt, wohne seit einem Jahr in Domentingen und schaffe seit 5 Jahren hier bei der Firma Beurer. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Mein Arbeitsplatz ist hier im Wareneingang. Meine Aufgabe ist, Container abladen oder LKW ausladen oder mit dem Stapler hier einlagern oder auslagern. Ich arbeite seit 4 Jahren hier im Wareneingang. Fleißig, ein Teamplayer, ja, der gern auch immer anderen hilft. Ich war in der KBV, habe 1 Jahr lang Praktikum gemacht und habe dann meinen Festvertrag bekommen. Also KBV ist eine Maßnahme mit einem relativ schwierigen Begriff, kooperative Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ich sehe die KBV als sehr wichtige Bildungsmaßnahme, weil diese jungen Menschen sehr intensiv begleitet werden durch den Integrationsfachdienst, durch den Jobcoach und sie nicht fallen gelassen werden, wenn ein Praktikum oder eine Übernahme in einem Arbeitsverhältnis scheitert. Ich konnte in der KBV viel Erfahrungen sammeln. Also auf jeden Fall einen Staplerschein muss man haben, zuverlässig muss man sein. Körperlich belastbar muss man sein. Wir haben ganz normale Stapler und wir haben aber auch Sonderfahrzeuge, so nennt sich das bei uns, für die man ganz spezielle Ausbildung braucht, die nicht jeder Mitarbeiter befahren darf oder lenken darf. Und der Dennis ist einer der Mitarbeiter, der da spezielle Ausbildung dafür gemacht hat, um diese Fahrzeuge auch bewegen zu können und fahren zu dürfen. Die Betriebe und Unternehmen sind sehr wichtig im Bereich der KBV. Sie sind die Träger, die erste berufliche Erfahrungen in einem Langzeitpraktikum gewährleisten. Hier geht es vor allem um das Durchhaltevermögen über Wochen und Monate. Sie gewinnen zuverlässige und ja, treue Mitarbeiter zum Schluss. Die Arbeit muss Spaß machen, dass man mit den Kollegen auskommt. Und dass das Arbeitsklima gut ist. Es ist eigentlich genau das, was wir uns wünschen, an dem wir arbeiten. Denn dahin jetzt alle dazu beitragen, vor allem er selber. Wir haben die Startmöglichkeiten gegeben, wir haben ihm das Paket mitgegeben mit dem Werkzeug. Und er hat letztendlich jetzt das da dazu gebracht, ja, unser großes Ziel. Eine unbefristete Arbeitsstelle, die ihn ausfüllt, die ihn glücklich macht und selbstbewusst und selbstständig. Durch meine Arbeit kann ich mir meine Wohnung leisten.